Ja, es geht los. Hallo, Christoph Saller bei uns heute Abend, kurz nach seinem Rücktritt beim FC Garmisch-Partenkirchen. Wir steigen gleich voll ein, Christoph. Du bist seit 1979 mit kurzer Unterbrechung im Jugendbereich beim ersten FC Garmisch-Partenkirchen. Was ist passiert, dass du nach über 4 Jahrzehnten aufhörst? Ja, servus erstmal. Stimmt, genauso lange bin ich schon dabei. Ja, was ist passiert? Der Verein hat eine Entscheidung getroffen, die ich so hinnehmen muss. Die Art und Weise ist halt, sage ich mal, in meinen Augen nicht ganz glücklich gelaufen. Und ich musste dann für mich eine Entscheidung treffen, wie ich mit dieser vom Verein getroffenen Entscheidung umgehe. Und und mein Entschluss war dann, den Trainerjob sofort an den Nagel zu hängen und dann wirklich auch einen Break zu machen. Wie hast du es wahrgenommen in der letzten Zeit? Hast du schon irgendwie ein Gefühl, dass die Stimmung in die Richtung irgendwie kippen könnte, wenn es um deine Person ging, oder bist du aus allen Wolken gefallen? Ich bin jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt schon aus allen Wolken gefallen, weil ich denke, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann sollte man die auch vom Zeitpunkt her vielleicht ein bisschen besser wählen. Wir sind schon in den Vorbereitungen gewesen für die neue Saison. Wir haben schon Spielergespräche geführt und da hat auch nichts darauf hingedeutet, dass man anders plant oder wie auch immer. Die Entscheidungen sind ja auch hinter meinem Rücken gefallen. Das ist ja der ausschlaggebende Punkt für mich gewesen, zu sagen, wir haben nicht ein Gespräch geführt in diese Richtung, dass man mal beide Seiten abklopft. Wie schaut es denn aus und so weiter für die nächste Saison? Wie sind deine Planungen? Wie sind die Planungen vom Verein? Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das ist für mich so ein bisschen auch ein Vertrauensverlust gewesen. Ja. Man kann die Entscheidung treffen vom Verein, das ist gar keine Frage, das ist legitim. Nur muss ich mich halt dann auch fragen, kann ich dann, weitermachen, so wie bisher, oder fehlt mir da was? Und die Frage habe ich mir auch gestellt und auch im Sinne der Mannschaft und auch mich selber hinterfragt, bin ich zu dem Schluss gekommen, nicht weiterzumachen. Weil ich denke, auch in der Situation, in der sich die Mannschaft befindet, braucht sie 100% Einsatz, braucht sie die Leidenschaft, braucht das Herzblut. Und das habe ich selber gemerkt, kann ich nicht mehr geben. Also muss ich da auch sagen, muss ich jetzt aufhören, weil sonst ist es nicht fair der Mannschaft gegenüber und auch dem Verein dann letztendlich nicht gegenüber. Und das war die Entscheidung dann für mich. Du hast schon gemeint, das wäre hinter deinem Rücken passiert. Wie müssen wir uns das vorstellen? Hast du das, also was genau hast du denn erfahren hinter deinem Rücken sozusagen? Dass im Sommer dann eine neue Lösung kommen soll, oder? Ja, genau, dass also eine neue Lösung kommen soll, dass man da sehr weit schon mit einem Kandidaten ist, der wohl auch zugeschaut hat an dem Samstag, wo wir noch das Heimspiel hatten. Und ja, wie gesagt, ich bin ja nicht nur Trainer gewesen, ich bin ja länger in dem Verein und ich habe auch den dritten Vorstandsposten begleitet. Und ich hätte mir halt einfach gewünscht, auch nach der Zeit, nach der Reise, die wir da gemeinsam gegangen wären, dass man einfach mal vorher rede, man hätte ja mal abklopfen können, wie schaut es bei dir aus, der Verein im Sommer und so weiter, und dann zumindest mal versuchen, auch die Begründung dann auch zu erfahren, weil die Begründung ist für mich jetzt auch noch nicht wirklich plausibel gewesen. Das finde ich halt schade, und das ist halt der Grund gewesen, warum ich sage, so will ich und kann ich nicht weitermachen. Sorry, hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Sorry, mein Akku war fast leer, aber es sollte gleich weitergehen. So, jetzt. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Du hast mich unterbrochen. Gut, Sportvorstand Arne Alp hat sich ja im Garmischer Tagblatt dann auch zu Wort gemeldet und gemeint, der Herr Saller macht Theater und schmeißt einfach alles hin. Es geht nur ums Ego, hätte es schon Abrieb gegeben. Geht es wirklich ums Ego oder fühlst du vielleicht deine Verdienste auch nicht gewürdigt? Oder wie stehst du zu der Aussage von ihm? Will ich jetzt letztendlich auch gar nicht kommentieren. Natürlich braucht jeder Mensch irgendwo auch ein gewisses Ego. Und ich bin ja direkt betroffen. Also ich bin ja vor diese Tatsache gestellt worden. Im Sommer ist Schluss, ohne dass wir darüber geredet werden. Und natürlich mache ich mir dann Gedanken darüber, wie gehe ich mit dieser Entscheidung um? Mhm. Und wie gesagt, ich muss mir dann die Frage stellen, kann ich damit umgehen oder kann ich nicht? Und wenn ich halt nicht damit umgehen kann und eben nicht mehr mit der Leidenschaft dann meinen Job ausüben kann, dann muss ich halt auch die Konsequenzen ziehen und die muss ich dann sofort ziehen. Ich kann ja hier nicht jetzt da weiter rumeiern. Die Mannschaft, wie gesagt, steht nicht mit 45 Punkten im Niemandsland, wo man dann sagen kann, okay, wir können das locker ausklingen lassen, sondern die braucht
vollen hundertprozentigen Einsatz. Und von daher ist für mich der Entschluss dann definitiv so gefallen. Wie war denn deine Gefühlslage, also unabhängig von der Entscheidung, die der Verein dann getroffen hat? Hast du noch Brand oder hast du auch, oder hättest du dich für die kommende Saison als weiterhin der richtige Trainer auch selbst noch gesehen? Ja, es ist halt immer so, man, als Trainer, na klar, gibt es auch Situationen und Zeitpunkte, wo du sagst, boah, jetzt habe ich dann irgendwann die Schnauze voll, das ist völlig klar. Und also Winter ist immer so ein Thema, wo du sagst, ja, mache ich noch weiter, mache ich nicht weiter. Ich habe mich da auch mit Trainerkollegen ausgetauscht, wo dann wirklich sagt, naja, ich weiß nicht, ob ich nächste Saison noch mache. Wir haben das Gespräch aber dann nie geführt mit dem Verein. Und irgendwann musst du ja natürlich dann, ich sage mal, die Vorbereitung wieder planen, die ich dann noch geplant habe. Wie gesagt, dann auch weiter die neue Saison schon mit Spielern, weil wir, ich denke, im Verein da auch einen großen Umbruch vor uns haben mit vielen neuen Spielern, die wir benötigen, wo du auch nicht früh genug anfangen kannst. Wir hatten uns da dann auch ausgetauscht. Also es war auch für mich dann kein Ansatz. Und dann natürlich, ich sage mal, die Vorbereitung war, wie bei ganz vielen Vereinen mit Corona-Infektionen und so weiter, mit vielen Spielern, die da ausgefallen sind, nicht ideal, aber zum Schluss raus mit guten Spielen und auch mit dem Trainingslager dann doch, wo ich sage, man hat wieder Blut geleckt. Und grundsätzlich hatte ich ja schon vor, eine Pause zu machen und hätte halt noch ein Jahr gemacht, so Corona-freie Saison. Das wäre halt so, ja, mein Wunsch gewesen. Nochmal, aber das wäre halt, man hätte halt mal drüber reden können oder das wäre halt, hätte ich mir gewünscht, dass man mal drüber redet. Und wenn dann von Vereinsseite natürlich kommt, sagt, okay, wir wollen aber im Sommer eine Änderung aus den und den Gründen und die sind plausibel, dann wäre das auch okay gewesen. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, so direkt, wo du da wieder in der neuen, im Flow bist, in der Rückrunde, in der wichtigen Rückrunde, ein Spiel gespielt und dann so eine Entscheidung dann mitgeteilt bekommst, dann ist es schon so ein Nackenschlag, sag ich mal. Ja. Und das ist halt der Hintergrund. Wie gesagt, es ist legitim, dass man sich da Gedanken macht als Verein. Aber wie gesagt, die Art und Weise hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Und ich mache auch kein Theater. Also ist mir auch völlig, völlig fair, da Theater zu machen. Aber wie gesagt, ich bin ja direkt betroffen und ich muss halt eine Entscheidung treffen. Kann ich so weitermachen oder nicht? Und die habe ich getroffen. Genau, du hast gesagt, ich höre gleich auf. Wie war denn das? Also die Mannschaft ist ja wahrscheinlich auch kalt erwischt worden. Hast du dich von den Jungs schon verabschieden können? Ich habe mich verabschiedet. Ich war dann die Entscheidung ist letztendlich letzten Dienstag gefallen. Ich war dann im Donnerstagstraining auf dem Platz, habe mich dann noch von den Jungs verabschiedet. Ja, natürlich ist es emotional. Natürlich ist es auch für die Jungs, denke ich, nicht einfach. Aber wie gesagt, sie haben es verdient, dass sie jemanden haben, der dann zu 100% dabei ist und hinter ihnen steht. Und deswegen muss ich eben da den Schlussstrich ziehen. Und was mich aber, ich sage jetzt mal, sehr gefreut hat, ist, dass viele Jungs da mich angerufen haben und mir auch WhatsApp-Nachrichten geschrieben haben und wirklich mit tollen Worten, mit schönen Worten da auch Verständnis gezeigt haben und sich bedankt haben. Das muss ich sagen, das war echt, hat mich unheimlich gefreut und hat mir auch gezeigt, dass unsere Reise doch auch für die Jungs ein Erlebnis war, ja. Wie war denn das gestern Abend für dich? Normalerweise bist du, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren montagabends zum Training gegangen. War die Sporttasche packt? Wolltest du schon Richtung Auto marschieren oder musstest du den Impuls unterdrücken? Also montags haben wir immer, ist unser Athletiktrainer immer da. Also von daher war das jetzt gar nicht so schlimm. Ach so, okay. Das ist, wie gesagt, ich bin da nicht dann heute Abend. Ja, aber es gibt so viel, was man noch nebenher machen kann. Das hat man während Corona gezeigt oder hat mir die Corona-Zeit gezeigt. Es gibt auch viele schöne Dinge neben dem Fußball. Ja. Und von daher werde ich schon mit meiner Zeit was anfangen. Und wenn es zu Hause mit den Kindern ist, die dann rundherum tollen wollen und spielen wollen. Also mein Radl wird sich freuen. Viele Kilometer in dem Jahr, die da drauf kommen. Urlaubsplanung endlich mal, ich sage mal, befreit von irgendwelchen Zeitfenstern, die ja sehr, sehr gering sind zwischen den Saisonen. Und von daher ist das alles, ich sage mal, wie gesagt, ich hatte es ja eh schon geplant gehabt, ist das alles absolut okay. Und ich bin da auch irgendwo, fühle mich da auch ein bisschen befreit. Ja, das ist, weil wie gesagt, so eine Situation hatte ich noch nicht außer Corona. Und jetzt ist da auch viel abgefallen, auch viel, viel Druck abgefallen. Und ich genieße jetzt die Zeit und dann wird man sehen, was,
was sich wieder auftut. Und ja, die ein oder andere Anfrage war eh schon da. Aber wie gesagt, ich genieße jetzt erstmal die Zeit. Du hast schon gemeint, Druck ist von dir ein bisschen abgefallen. Wie schätzt du denn deine zwei Nachfolger ein, den Hansi und den Big hier? Was traust du den Jungs zu? Ist das vielleicht auch eine langfristige Lösung? Also ich denke schon, dass sie da jetzt kurzfristig was bewegen können. Ich denke auch, insgesamt ist durch die Mannschaft ein Ruck gegangen, ist ja auch klar, weil das ein so weiter ist halt nicht möglich. Von daher ist das schon gut. Ich glaube aber, dass der Verein schon eine andere Lösung hat. Der Hansi, ich sage jetzt mal, ist ein Top-Torwart-Trainer und Co-Trainer. Der Beci hat nicht die Zeit mit seinem Schichtdienst. Von daher denke ich, wird es sich da noch auf mehrere Personen aufteilen. Aber ich bin da felsenfest davon überzeugt, dass die zwei das gut machen, die Jungs auch gut motivieren und ja, und dann auch bald die nötigen Punkte einfahren für den Klassenerhalt. Hattest du mit den Jungs da mal Kontakt seither? Haben die sich vielleicht auch bei dir gemeldet? Mit welchen Jungs? Gerade mit den beiden, mit dem Hansi und dem Bischi. Ja, selbstverständlich. Also wir sind da im regen Austausch und im guten Kontakt. Wir sind ja auch befreundet neben dem Fußball. Also von daher ist da auch weiterhin guter Kontakt. Und erst heute Mittag habe ich mich zum Beispiel mit dem Bischi getroffen. Also da ist weiterhin guter Kontakt. Ja. Okay. Du hast von einer geilen Reise gesprochen mit dem ersten FC. Der Club möchte dich verabschieden. Gab es schon Gespräche in der Richtung? Oder lasse da erstmal ein bisschen Zeit? Ach, da kann man erstmal ein bisschen Zeit in die Zeit vergehen lassen. Ich denke, ja, so eine Verabschiedung, die sollte auch in dem passenden Rahmen sein. Und ja, ich bin da offen, aber im Moment verschwende ich da auch gar keinen Gedanken dran. Von daher brauchen wir da auch keine Gespräche führen. Okay. Wie gesagt, 43 Jahre waren es mehr oder weniger. Du hast bestimmt eine Menge Sachen erlebt am Gröben. Was waren denn deine, sagen wir mal, drei Highlights als Spieler und Trainer? Als Spieler und Trainer, das sind viele Highlights dabei gewesen. Also wir hatten, wenn du die Augen zumachst, was fällt dir sofort ein? Als Trainer natürlich, ich sage mal, der erste Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga. Da haben wir mit der Mannschaft damals, waren viele Einheimische dabei, also überwiegend Einheimische, ist eigentlich nur aus Einheimischen bestanden. Da haben wir, ich sage mal, ein ganzes Wochenende lang gefeiert und ich glaube, da ist keiner ins Bett gegangen. 72 Stunden lang haben wir da gefeiert und was wir da alles erlebt haben. Ich denke, diejenigen, die dabei waren und jetzt zuschauen, die werden schmunzeln, weil da waren so viele Dinge dabei. Ja, das auf jeden Fall als Trainer, als Spieler. Ich sage mal, wir haben da auch sehr, sehr viel erlebt. So wirklich ein Highlight gibt es da gar nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Viele gute Mannschaften, viele gute Jungs. Es war auch eine Phase, gerade so um die Jahrtausendwende, da hatten wir auch eine Mannschaft nur aus Einheimischen. Und wir waren jedes Wochenende wirklich mit Spielerfrauen, mit Freundinnen unterwegs. Da gab es auch, ja, ich sage mal, war völlig egal, ob du gewonnen hast und verloren hast. Aber einfach dieses Gemeinschaftsgefühl war einfach da. Und wir waren mit 40 Mann jeden Samstag unterwegs und es ist auch hängen geblieben. Also auch so eine Gemeinschaft, die wirklich dann durch dick und dünn geht, das ist schon auch so, ja, Highlight und hängen geblieben. Okay, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, du hast schon gemeint, es wäre eh geplant gewesen, vielleicht mal eine Auszeit zu nehmen. Wie sieht es denn aus, nachdem du bisher eigentlich nur in Garmisch warst? Gäbe es Vereine, die dich zu reizen würden in absehbarer Zeit? Oder wäre auch ein Comeback in Garmisch möglich, mit vielleicht an anderer Stelle auch oder so? Ja, ich bin ja dem Verein, wie gesagt, weiterhin verbunden. Es hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier, ich sage es mal, den Schlussstrich gezogen habe für die jetzige Situation. Ich sage es in der jetzigen Konstellation, ja, schwer vorstellbar, aber nicht unmöglich. Ich sage niemals nie. Letztendlich kann ich mir vieles vorstellen. Also ich bin eher auch jemand, der jetzt nicht nur den sportlichen Maximum erfolgt, sondern da sind viele Faktoren. Ich kann mir auch vorstellen, in die A-Klasse zu gehen, ein geiles, junges Team irgendwo wohin zu führen und zu sagen, du, pass auf, die steigen zum ersten Mal in die Kreisklasse auf. Ich meine, das ist auch ein Erfolg. Was aber da wichtig ist in meinen Augen, ist auch diese Gemeinschaft, auch dieses Vereinsleben. Also da lege ich schon auch viel Wert drauf,
das muss schon intakt sein. Und für mich natürlich hier im schönen Garmisch, aber fußballerisch im Diaspora, ist es natürlich extrem schwierig, irgendwo höherklassig irgendwo anders hinzufahren. Ich habe Familie, ich habe einen Job. Von daher, ja, ich höre mir alles an. Wenn es 1000% passt, kann man das auch machen. Wie gesagt, bin ich auch immer offen dafür. Aber wie gesagt, das muss halt auch passen. Und von daher bin ich in alle Richtungen erstmal offen und höre mir da auch gerne alles an. Gut, dann halten wir doch fest, dass wahrscheinlich so ganz ohne Fußball wird es auch in Zukunft nicht gehen bei dir, denke ich. Definitiv ja. Nicht, nein. Ja, ich wäre damit durch eigentlich mit meinen Fragen. Bedanke mich. Ich habe aber noch was. Ich möchte zwei Dinge noch loswerden. Ich möchte mich natürlich bedanken bei all denen, die mich da begleitet haben, die mich sagen wir, in den letzten Jahren unterstützt haben, immer offenes Ohr hatten, da vor allem voran auch beim BFV, beim Spielgruppenleiter Stefan Schneider und auch beim Heinz Eckel, unserem Kreisvorsitzenden, bei meinen Spielern natürlich, beim Team drumherum, Physios, Co-Trainer und so weiter, Betreuer, die ohne diese auch nicht laufen würde. Ganz besonders möchte ich mich bedanken bei unseren, wie gesagt, Physios, die da sehr gute Arbeit auch geleistet haben, immer wieder. Und ich denke auch, wir hatten eine geile Zeit und das wird auch jeder sich in Erinnerung behalten, denke ich mal. Und was ich noch sagen will, ist, wir sollten auch ein bisschen mehr Demut zeigen. Ich meine, wir machen jetzt hier eine, ich sage mal in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, aber eine Welle. Ich denke, viele Leute haben wirklich ganz andere Sorgen, als wer jetzt Trainer in Garmisch ist, gerade in der jetzigen Zeit, wenn man sich das so, wenn man die Nachrichten verfolgt. Ich denke, wir sollten da wieder mehr Demut zeigen und den Fußball als schöne Nebensache wieder hernehmen und wie gesagt, auch wieder mehr Wert drauf legen. Gemeinschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich denke, da machen wir nichts verkehrt. Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätten wir uns gar nicht wünschen können. Vielen Dank von gerne. Uns. Und ich habe zu danken. Ich denke, wir werden uns auch in Zukunft noch irgendwie weiterhin sehen oder sprechen. Mach's gut. Genieß deine freie Zeit jetzt und bis bald mal wieder hoffentlich auf dem Fußballplatz. Ja, definitiv. Da werden wir uns auf jeden Fall sehen. Super. Jörg, mach's gut. Du auch. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao, servus.